Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Trotz internationaler Vermittlungsversuche hält die Gewalt im Nahen Osten an. Die Vereinten Nationen fordern einen sofortigen Waffenstillstand und Verhandlungen. Die USA entsandten einen Spitzendiplomaten zu Gesprächen mit beiden Seiten. Die israelische Luftwaffe zerstörte in Gaza-Stadt nach kurzer Vorwarnung ein Hochhaus, in dem internationale Medien ihre Büros hatten. Militante Palästinenser feuern weiterhin vom Gazastreifen aus Raketen auf israelisches Gebiet. Gleich dreimal, kurz hintereinander, heulen in Tel Aviv die Warnsirenen. Gegen Mittag feuert die islamistische Hamas aus dem Gazastreifen Dutzende Raketen auf die Stadt und Umgebung. In Ramat Gan wird ein 50-jähriger Mann vor seinem Haus getötet. Auch der Süden Israels wird wieder beschossen. Hier kommen die Menschen mit dem Schrecken davon, dessen Ende allerdings nicht in Sicht ist. Wir wollen doch nur in Frieden und Ruhe leben. Ich habe drei kleine Kinder und ich muss denen irgendwie erklären, was hier passiert. Einer der Gegenschläge der israelischen Luftwaffe trifft kurz darauf ein 14-stöckiges Hochhaus, in dem viele Medien ihre Büros hatten. Unter ihnen auch der TV-Sender Al Jazeera und die Nachrichtenagentur AP. Verletzt wurde hier offenbar niemand, da es kurz zuvor eine Warnung gegeben hatte. Bei einem Bombeneinschlag in ein Wohnhaus im Westen von Gaza sind 10 Mitglieder einer Familie ums Leben gekommen, unter ihnen 8 Kinder. Uns hat niemand vorher gewarnt, dabei haben hier nur unschuldige Menschen gelebt. Wir haben niemandem was getan oder Probleme gemacht. Im israelischen Kernland halten die bürgerkriegsähnlichen Zustände weiter an. In vielen Städten kommt es zu Angriffen von arabischen auf jüdische Israelis und umgekehrt. Diese Überwachungskamera in Jaffa zeigt, wie vermummte Männer einen Molotow-Cocktail in ein arabisches Wohnhaus werfen. 2 Kinder erleiden schwere Verbrennungen. Am Abend melden israelische Medien, die USA verstärken ihren Druck auf Israel, einem Waffenstillstand zuzustimmen. US-Präsident Biden habe mit Premier Netanyahu telefoniert. Anschließend hat Biden mit Palästinenser-Präsident Abbas gesprochen. Laut israelischer Armeeführung werden die Militärschläge aber noch die nächsten Tage weitergehen. In mehreren deutschen Städten haben verschiedene Gruppen gegen die Eskalation im Nahen Osten protestiert. In Berlin kam es bei einer pro-palästinensischen Demonstration zu Ausschreitungen mit der Polizei. Hier, wie in Köln und Frankfurt am Main, wurden die Kundgebungen wegen Verstößen gegen die Corona-Auflagen beendet. Die Palästinenser erinnern heute mit einem Gedenktag an ihre Flucht nach der Gründung des Staates Israel 1948. Über 3.500 Menschen nahmen an der größten von 3 Solidaritätsdemonstrationen mit den Palästinensern in Berlin teil. Zunächst verlief alles friedlich. Viele Teilnehmende wollten deutlich machen, dass sie Gewalt in Nahost verurteilen. Wir möchten der Welt zeigen, ja, was in Palästina gerade los ist, was für eine Ungerechtigkeit herrscht. Die Raketen, wir sind nicht glücklich über die Raketen, die auch in Tel Aviv landen. Aber seitens Palästina ist das eine Gegenwehr. Unser Volk ist seit 1948 unterdrückt von den Zionisten, nicht von den Juden. Wir haben nichts gegen Juden. Im Verlauf der Demonstration wurde die Stimmung zunehmend angespannter. Kindermörder Israel! Kindermörder Israel! Frauenmörder Israel! Die Polizei stellte zahlreiche Verstöße gegen die Corona-Hygieneregeln fest. Die Demonstrierenden hielten keinen Mindestabstand, viele trugen keinen Mundschutz. Deshalb löste die Polizei die Demonstration auf. Ihre Versammlung ist hiermit aufgelöst. Daraufhin kam es zu Ausschreitungen. Polizisten wurden mit Steinen und Flaschen beworfen, es flogen Feuerwerkskörper. Die Polizei antwortete mit Pfefferspray. Auch in Paris haben sich trotz Verbots zahlreiche Menschen zu pro-palästinensischen Demonstrationen versammelt. Es kam zu schweren Auseinandersetzungen mit der Polizei. Mehr als 4.000 Beamte waren im Einsatz und setzten Wasserwerfer und Tränengas ein, um die Versammlungen zu verhindern und das gerichtliche Verbot durchzusetzen.